Im heutigen Video möchte ich Minecraft mit euch durchspielen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir werden eine kleine Challenge spielen. Und zwar verwandle ich mich in jedes Mob, was ich kille. Das heißt, killen wir ein Schaf, sind wir ein Schaf. Killen wir eine Kuh, sind wir eine Kuh. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, den Wizard zu killen, damit wir als Wizard ins End können. Ob das klappt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich würde mich über einen Like freuen und falls noch nicht geschehen, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, denn mein Ziel ist es, 2024 die 10.000er Marke zu knacken und das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder auch irgendwelche Ideen, welche Challenge wir das nächste Mal spielen sollen, dann haut es gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in die neue Welt. Und da sind wir. Und da sind schon Bienen. Das ist schon mal gut. Aber ich würde erstmal ein bisschen Holz farmen und hinter uns sehe ich schon einen Riesenberg, wo wir eventuell ganz viel Eisen herkriegen. Aber ja, erstmal Holz und dann farmen wir mal ein bisschen Eisen und dann schauen wir mal, welches Tier wir als erstes killen werden. Mein Ziel ist es auf jeden Fall dann auch als Wizard ins End zu gehen. Ob das möglich ist, ob wir das schaffen, ja, ist eine gute Frage. Deswegen, ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich bin mega gespannt, was uns hier alles erwartet, ob wir unsere Ziele schaffen werden. Ja, dann hole ich jetzt mal hier alles an Eisen, was ich hier sehe und hoffe, dass das für eine Eisenrüstung langt. Und auch so für die ganzen Tools, Eimer. Und dann schauen wir mal, ob wir dann gleich ein Dorf finden werden. So, dann können wir uns auch die ganzen Emeralds mal hier mitnehmen, die wir hier so finden. Und dann ziehen wir auch gleich direkt weiter. Und ich bin echt mega gespannt, was die Mobs alles so zu bieten haben. Ob wir ja ein paar Fähigkeiten bekommen. Ob die Sichtweise zum Beispiel auch anders ist. Ob wir als Biene auch fliegen können. Das ist so die größte Frage, die ich mir gerade stelle. Was natürlich dann auch mega nice wäre. Könnten wir uns auf jeden Fall auch eine Menge Zeit sparen, wenn wir fliegen können. Aber wir können jetzt einfach mal eine Rüstung machen. Und das am ersten Tag. Es fühlt sich schon richtig nice an. So, hier fliegt irgendwo eine Biene rum. Die gönnen wir uns mal. Um zu sehen, ob wir wirklich fliegen können. Das wäre natürlich echt nice. Wir sind eine Biene. Und wir können fliegen. Aber wir haben nur 5 Herzen. Dann fliegen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Das ist echt nice. Ich glaube, mit Wasser müssten wir aufpassen. Ich glaube, Bienen mögen kein Wasser. Können wir ja mal kurz testen. Okay. Oh, und wir sind richtig schnell im Wasser. Ja, mega. Also eine Biene zu sein, hat schon was. Wenn du dir aussuchen könntest, welches Mob du sein könntest, welches wäre es? Das würde mich ja mal interessieren. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ein Spinnenreiter. Okay, so viel dazu. Seltene Sachen suchen. Was wir auch regelmäßig hier auf YouTube streamen, seltene Sachen suchen. Es ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man auf einer anderen Welt spielt und seltene Sachen findet. Aber ich bin gespannt, was wir hier noch alles so entdecken werden. Aber die Biene kann echt schnell fliegen, muss ich ja mal sagen. Und da ist das erste Dorf. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall unser Essen auch schon mal gesichert. Oh, und wir haben hier ein Bücher-Heini. Das ist schon mal gut. Dann könnten wir direkt anfangen, mit Plünderung 3 Buch zu bekommen. Also ich habe jetzt natürlich das Ziel, hier nicht zu sterben. Aber wenn ich das so sehe mit 5 Herzen, ja, es ist schon eine kleine Herausforderung, dann nicht zu sterben. Aber ich denke mal, ja, wir werden den hier einsperren, unseren Bücherwurm, damit wir hier immer zugreifen können, falls wir tatsächlich mal sterben sollten. Aber ihr könnt jetzt mal mitentscheiden. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich möchte jetzt demnächst noch eine kleine Challenge spielen. Aber ihr habt es in der Hand. Hardcore, ja oder nein? Ich finde, das läuft schon richtig gut. Fehlt nur noch ein Plünderung 3 Buch, ein paar Dias für ein Schwert. Und dann könnten wir eigentlich auch schon in den Nether gehen. Ich fühle mich hier echt sehr klein. Vor allem, wie die Villager hier so runtergucken müssen. Yay, Plünderung 3 für 12 Emeralds. Perfekt, dann brauchen wir nur noch ein Emerald. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon erledigt. Oh, ich möchte die Biene ungern verlassen, ne? Oh, ich möchte ja echt mal wissen, wie es ist, ein Eisengolem zu sein. Komm, wir gönnen uns jetzt mal den Eisengolem. Uff, wir haben gleich 20 Herzen.
Okay, jetzt fühlen wir uns nicht mehr klein, aber dafür stark. Yay! Und er kann sneaken. Wir merken uns das Dorf bei 900 minus 1200. Katze, komm mal her. Ich möchte wissen, wie es ist, eine Katze zu sein. Ich krieg die Katze nicht mal gehauen. Oh, 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 oh. Wir haben auch wieder nur 5 Herzen. Okay, ob das so eine gute Idee war. Wir können aber auch sitzen. Können wir auch Geschenke bringen? Aber normalerweise müssten ja jetzt die Creeper vor uns weglaufen. Na, da ist ein Creeper. Mal schauen, ob die vor uns weglaufen. Oh, nee, die kommen. Hey, ich dachte, ihr habt Angst vor Katzen. Ey, das ist ja Schiebung. So, jetzt sind wir ein Creeper. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir unten rechts ein TNT. Das heißt... Mist. Wir haben nur 2 Herzen. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich ja nicht. Ich will lieber ein Creeper sein. Okay, wir müssen uns wirklich um viel, viel Essen kümmern, wenn wir uns selbst hochregenerieren müssen. Hey, wir sind ein Zombie. So viel dazu. Seltene Sachen. Cool Iron mit Schild und Eisenaxt. Lassen uns jetzt die feindlichen Mobs in Ruhe? Okay. Komm. Wir brauchen eh 10 für einen Bogen. Können wir eigentlich jetzt auch tatsächlich. Wir können Wände hochklettern. Ist ja nice. Okay, wir brauchen nur noch einen Faden. Egal, ich will jetzt wissen, was ein Skelett kann. Nichts, außer cool aussehen. Okay, wir ziehen jetzt weiter. Wir lassen uns wieder ziemlich ablenken. Aber was ich halt echt gut finde, dass die anderen Mobs uns jetzt in Ruhe lassen. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt in die Höhle gehen und wir hätten dort keine Feinde. Und eine Hexe. Eine Hexe möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Wir können Tränke werfen. Ich glaube, jetzt würden einige sagen, ha, sie ist eine Hexe. Passt zu ihr. Ich wollte schon immer mal eine Hexe sein in Minecraft. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass wir jetzt eine Biene suchen, weil da sind wir auf jeden Fall schneller und können fliegen, was natürlich mega cool ist. Oh, wollen wir mal Pepper Woods werden? Ah, die sind ja auch nur einen Block hoch. Da fühle ich mich wieder so winzig. Und die haben nur 5 Herzen, okay. Wie ist es, wenn wir ein Pferd killen? Schwarzes. Haben wir auch 20 Herzen. Hatte ich nicht ein schwarzes Pferd gekillt? Aber schnell sind wir jetzt wirklich nicht. Und hochspringen können wir auch nicht. Ihr merkt, ich lasse mich hier ablenken. Ich suche jetzt tatsächlich eine Biene. Aber eine Kuh waren wir noch nicht. Nein, wir wollen eine Biene sein. Aber eine Kuh waren wir wirklich noch nicht. Jetzt aber. Und wir haben unendlich Milch. Wenn wir jetzt die anderen Kühe killen, läuft das Babykalb uns hinterher? Nein. Wir werden nicht als Mama akzeptiert. Okay, sehr deprimierend. Da ist ein Bienenstock an einer Birke. So, jetzt können wir auf jeden Fall schneller reisen und schneller in den Nether begehen. Wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? Beziehungsweise was ich jetzt... On Warden zu sein. Aber wir haben leider keinen Bogen und nicht genügend Pfeile oder noch nicht mal irgendwelche Pfeile. Oh, oh, oh. Falls ihr das mal mit euren Freunden testen wollt, ich habe euch das mal alles in der Videobeschreibung verlinkt, das Data Pack. Da findet ihr auch die dazugehörigen Mods, die ihr benötigt. Testet es gerne mal aus und falls ihr mal in Warden seid, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob der auch irgendwelche Effekte hat. Weil ich glaube, in Warden... Ja, würde ich gerne sein, aber ist nicht machbar. Mein Ziel ist es, wie gesagt, ein Wizard zu sein und damit dann ins End zu kommen. Aber mich würde es echt schon reizen, ne? Ich habe ja noch die Hoffnung, deswegen loote ich gerade ein paar Schiffe, dass wir dort 2 Dias finden. Eisen haben wir auf jeden Fall erstmal genug für einen Amboss. Hier schon mal auf jeden Fall einer. Okay, wir haben 32 Äpfel. Jetzt brauchen wir noch reichlich Gold und dann haben wir genug goldene Äpfel. Das sollte auf jeden Fall erstmal lang. Weizenblöcke haben wir auch erstmal genug. Da ist noch ein kaputtes Portal. Und dann gehen wir jetzt mal gleich kurz runter in die Höhle, wenn wir eine gute große Höhle finden. Wobei wir ja echt angreifbar sind als Biene. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Aber ja, vielleicht finden wir irgendwie eine große Höhle, so einen schönen Höhleneingang, wo wir einmal nur schnell rein und rausfliegen können, ohne uns irgendwo runterzugraben. Sowas zum Beispiel. Gold nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das sieht... und da ist ein Diamant. Aber ja, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, weil die Mobs sind natürlich auch scharf auf uns. Fliegen wir da ganz schnell hin, bauen ihn ab und fliegen wieder raus. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Perfekt, jetzt haben wir schon 3 Dias. Finden wir noch 2 weitere, dann könnten wir uns ein Schwert und eine Spitzhacke machen. Und da sind sie. Ganz schnell und dann fliegen wir auch ganz schnell wieder raus. Ich fühle mich hier echt sehr unsicher in dieser Höhle.
flieg doch hoch. Ach Mann. Oh, das wäre nice, wenn wir jetzt die Höhle wiederfinden und unsere Sachen ganz schnell dort runter. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch den Weg ganz schnell wiederfinden. Und hier, da sind unsere Sachen. Oh mein Gott, haben wir Glück. Lass mich! Wieso haben wir denn jetzt 10 Herzen? Das scheint jetzt ein bisschen buggy zu sein. Yes, wir haben alles. Okay. Ja, wir vergessen die ganze Geschichte. Wir sind nicht gestorben. Nein. Das habt ihr euch nur eingebildet. Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Würde mich jetzt schon echt reizen. Ich glaube, wir testen mal. Fledermaus kann ja auch fliegen. Die jetzt erstmal treffen. Wir haben nur 3 Herzen. Aber schaut mal, wie hell das auf einmal geworden ist. Aber wir sind eine kleine, süße Fledermaus mit 3 Herzen. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt auch raus, obwohl das Gold könnten wir noch mitnehmen. Ja, komm, wir gehen raus. Ich bin einfach zu neugierig gerade mit dieser Höhle. Ich will es jetzt nicht riskieren. Wir düsen wieder ab. So, und dann haben wir jetzt ein Plünderung 3 Schwert. Okay, Fledermaus ist schon echt cool, aber mit 3 Herzen ziemlich gefährlich, aber es ist auch ziemlich hell. Wir sehen hier wirklich alles im Meer. Das ist natürlich auch mega nice. Jetzt brauchen wir nur noch 1-2 Portale. Am besten mit Goldblöcken und Obsidian. Wir haben auf jeden Fall schon mal 7. Okay, dann bauen wir jetzt hier mal ein bisschen Obsidian ab. Und ich würde sagen, dann fliegen wir zurück zu unserem Dorf, wo wir unseren Bücher-Heini haben und bauen dort unser Portal auf. Ich befürchte, es könnte wieder was schief gehen mit 3 Herzen, was ich natürlich ja nicht möchte, aber safety first. Ich glaube, das sollte unser Dorf sein. Perfekt. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier unser Portal auf. So, dann gehen wir nach 1,5 Stunden endlich in den Nether. Ich glaube, wir nehmen dennoch unser Portal mit. Oh mein Gott, da ist ja eine Bastion. Und ich bin so ein, ich kann keine Bastion stehen lassen. Da müssen wir auf jeden Fall rein und gucken. Wir gönnen uns Goldschuhe. So, ich hoffe, dass sie uns jetzt hier nicht angreifen werden. Selbst die Piglin Brutes sind nicht aggressiv. Das ist ja lustig. Dann fliegen wir schnell runter, looten die Kiste. Wobei ich glaube, wenn wir die Kiste öffnen, werden sie aggressiv. Dann machen wir mal einen auf. Den hier. Oh, ich bin mega angespannt hier wegen den Magma-Cubes. Okay, schnell die Kisten looten. Oh mein Gott. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da sind 2 Netheroid-Bahnen drin, ne? Tatsächlich. Sogar einen Dia-Helm mit Atmung 3. 2 Netheroid-Bahnen in einer Kiste. Das suche ich bei seltenen Sachen. Ah, falsche Welt. Oh. Die gönnen wir uns natürlich auch. Ich würde auch gerne jetzt die ganzen Goldblöcke mitnehmen. Aber mir sind hier gerade zu viele Magma-Cubes. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz aus der Reichweite, aus dem Chunk. In der Hoffnung, dass die wieder despawnen. So, schnell Gold abbauen. Also so einfach eine Bastion zu looten. Mega. Okay, wir sind so voll. Ich weiß echt gar nicht. Oh, die nehmen wir auch mit. Ich weiß echt gar nicht, was wir hier lassen, was wir mitnehmen. Und dann fliegen wir mal schnell auf die andere Seite, looten dort die Kiste und dann fliegen wir hier auch direkt wieder raus. Also es war echt einfach, die hier zu looten. Okay. Und schnell wieder raus. Und da ist auch schon die erste Festung. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt unseren Körper in der Fledermaus. Und werden ein Wizard-Skelett. Mit 3 Herzen ist es doch schon etwas kritisch. Nein! Nein! Okay, daran habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gedacht. Dass wir natürlich auch runterfliegen, wenn wir... Oh Gott. Aber wir sind bei uns im Dorf. Das ist schon mal gut. Aber ich würde sagen, ihr müsst euch das jetzt hier nicht antun. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, sobald ich bei unseren Sachen bin. Okay, unsere Sachen sind noch da. Allerdings hat der gute Herr da unten unsere Sachen an. Und wie frech hat er unsere ganzen Goldblöcke gehabt. Yay, wir haben unsere ersten Lohnrouten und sind eine Blaze. Mega cool. Was natürlich auch echt mega nice ist, wenn wir ein Wizard-Skelett sind oder auch eine Blaze, die haben absolut kein Interesse an uns. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe
Mobs killen, ohne dass sie uns nerven. Vielleicht sollten wir uns ja nach einer anderen Festung umschauen. Das heißt, wir killen jetzt die Blaze. Somit können wir jetzt gucken, ob wir eine andere Festung finden. Und da ist ein Wehrbiom. Mit einer Festung. Und wir haben heiß begehrte Reiseziele geschafft. Wir haben auf jeden Fall genug Lohnrouten jetzt zusammen. Jetzt fehlen nur noch echt die Köpfe und Enderperlen. Und da ist unser erster Kopf. Aber die sind dennoch ein bisschen geizig und wollen ihre Köpfe nicht fallen lassen. Was ein bisschen mühsam gerade ist. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Es ist echt mega easy, hier einfach mal durchzufliegen und die Mobs zu klatschen, weil die interessieren sich gar nicht für uns. Aber ich denke mal, es wird später auf jeden Fall noch ein bisschen schwieriger werden mit dem Wizzer. Der scheint ja wirklich auf alles aggro zu sein. Aber ich denke, das sollte eigentlich auch machbar sein, wenn wir uns gut ausrüsten. Wir haben genug Goldäpfel. Wir müssen nur mal überlegen, mit welchem Mob wir uns mit dem Wizzer anlegen. Eine Blaze, die auch fliegen könnte. Und unser zweiter Kopf. Endlich. So, back to back. Yes! Back to back. Ja, mega cool. Seltene Sachen. Ey, was ist denn das für eine Map? Jetzt fehlt es noch, wenn wir irgendwie ein rosa Babyschaf finden. Back to back to back. Drei Wizard-Skelette hintereinander bekommen. Ich weine gleich, Leute. Ich weine gleich. Schaffen wir jetzt noch einen vierten? Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ach, Gott sei Dank. Das wäre irgendwie nice gewesen, aber... Ja, drei Wizard-Skelettköpfe hintereinander zu bekommen. Warum passiert uns das immer in der falschen Welt? Noch einer. Eigentlich müssten wir ja jetzt noch einen farmen, ne? Oh mein Gott, das ist ziemlich mutig, mit so wenig Herzen zu kämpfen. Aber 14 Stück. Ich glaube, das sollte langen. Und da ist er. Der sechste Kopf. Okay, jetzt holen wir uns schnell eine Blaze und dann fliegen wir raus. Sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt nicht in der Oberwelt regnet. Weil ich glaube, eine Blaze empfindlich gegen Wasser. Yes. So, dann versuchen wir jetzt hier noch einen Bücherwurm zu machen. Ja, und einen Bogen. Wir brauchen einen guten Bogen. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Bogner. So, bitte ein Bann 4 oder 5 Buch. Ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen uns jetzt hier eine Truhe hin, damit wir hier so ein paar Sachen safen können. Oh, Schärfe 5. Wir nehmen jetzt tatsächlich Schärfe 5. So, dann kaufen wir uns jetzt ein Schärfe 5 Buch. Ist zwar ein bisschen teuer für 55, aber ich glaube, damit sind wir auch schon mal gut dabei. So, dann brauchen wir jetzt mal ein paar Tränke. Wir könnten natürlich auch direkt Stärketränke. Wir haben natürlich jetzt kein Redstone oder kein Glowstone, aber Glowstone sollten wir eigentlich schnell kriegen. Und dann springen wir mal kurz in den Nether und holen nochmal ein bisschen Glowstone. Und da haben wir doch auch gleich Glowstone vor unserem Portal. So, unsere ersten Tränke. Dann machen wir uns jetzt noch einen Stärketrank. So, sind wir ready? Ich glaube, wir sind ready für den Wizard-Kampf. Wir haben auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob es langt. Wir haben nämlich nicht so einen guten Bogen. Wir haben auf jeden Fall Stärke 5. Wir haben Tränke. Wir haben genug Goldäpfel. Ja, ist jetzt nur die Frage, gehen wir als Blaze in die Höhle und bekämpfen dort den Wizard? Oder mit welchem Mob? Wir könnten natürlich auch als Eisengolem, aber da ist es halt ein bisschen schwierig, in die Höhle zu kommen. Und mit einer Blaze könnten wir fliegen. Und ich hoffe, dass wir dann, wenn wir den Wizard klatschen, dass wir dann auch schnell aus der Höhle rauskommen. Weil der Wizard ja ein bisschen breiter ist. Ich hoffe, dass das jetzt alles gut geht. Ist jetzt so die Frage, kommen wir, wenn wir ein Wizard sind, durch einen 2-Block hohen Gang durch? Ich glaube nicht. Aber vielleicht haben wir auch seine Effekte, beziehungsweise können Köpfe abschießen. Das wäre natürlich nice. Dann könnten wir uns hier den Gang auf jeden Fall freischaufeln. Wir testen es einfach. No risk, no fun. Wenn es schief geht, ja, dann haben wir oben noch weitere Köpfe. Ich würde sagen, let's go. Wir versuchen es. Let's go. Ah, das schaffen wir. Chaka. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind ein Wizard. Mega cool. Jetzt fühlen wir uns richtig stark. Ja, wir sind ein Wizard. Ich würde sagen, Challenge halbwegs geschafft. Jetzt müssen wir ins End kommen. Haha. Ich fühle mich richtig stark.
Ich fühle mich gerade mega, mega stark hier, muss ich ja echt mal sagen, ne? Aber ich darf jetzt nicht irgendwie hier, ne? Irgendwie die Mobs killen. Ansonsten war es das mit dem Wizard. Das ist auch gut, der Wizard, der kann nicht ertrinken. Wir sind sozusagen unbesiegbar. Ja, wir graben uns jetzt einfach nach draußen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir nehmen die hier sicherheitshalber auch mit, falls uns mal irgendein Fehler passiert oder so, dass wir das auch immer dabei haben werden. Aber wir machen uns jetzt schon mal die ersten Enderaugen, um zu gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Dann fliegen wir jetzt einfach mal in den Stronghold, gucken, wie wir da runterkommen. Was ich halt doof finde, dass wir hier keine Blöcke kaputt schießen können. Und wieder zurück. Okay. Okay, dann müsste das jetzt hier irgendwo drunter sein. Okay, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir da irgendwie ganz einfach... Ja, ganz einfach. Okay, jetzt heißt es wieder graben, 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 graben. Und ich hoffe, dass das Stronghold nicht so allzu tief unten ist. Da erstmal reinkommen, das wird auf jeden Fall auch noch eine Herausforderung. Aber ich liebe es, mich herauszufordern, deswegen... Chaka. War das gerade ein Silberfisch? Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Nicht, dass wir als Silberfisch ins End gelangen. Habe ich da gerade Steinziegel gesehen? Nein. Doch, da ist es. Und es ist ziemlich kaputt. Allein die Gänge hier sind nur 3 hoch. Das wird echt schwierig. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Wir haben es tatsächlich gefunden. So, ich glaube, die Decke müssen wir auch ein bisschen aufschlagen, damit wir da eigentlich reinspringen können. Und ich bin mega gespannt, wie viele Augen wir jetzt brauchen. 11 Augen haben wir. 1. Perfekt. Der Moment ist da. Wir haben es geschafft. Nach fast 4 Stunden haben wir es fast geschafft. Wir stehen kurz davor, die Challenge abschließen zu können. Wir müssen da jetzt nur noch reinhüpfen, den Enderdrachen besiegen und dann haben wir es geschafft. Als Wizard. Das war mein Ziel. Es war wirklich mühsam. Seid ihr gespannt? Ich bin mega gehypt. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt sein wird, gegen den Enderdrachen zu kämpfen. Ich würde sagen, wir jumpen dort rein. Bett haben wir angeklickt, sicherheitshalber. Ich glaube, die Kristalltürme, also die Enderkristalle, können wir mit unseren Köpfen kaputt hauen. Wir müssen uns nicht mal irgendwo durchboxen, durchgraben. Ihr wisst gar nicht, was ich für ein breites Grinsen gerade im Gesicht habe, weil wir das hier halbwegs geschafft haben. Der letzte Schlag, Leute. Der letzte Schlag. Nein, wie cool. Wir sind sogar auch ein Enderdrache. Ja, wie cool ist das denn bitte? Wir haben es geschafft. Komm, jetzt befreien wir mal den Enderdrachen von dieser öden Insel und fliegen einfach mal davon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich gerne über ein Like freuen, über euren Feedback. Abonniert gerne auch meinen Kanal. Wie gesagt, das würde mich mega, mega unterstützen und mein Ziel ist es, die 10.000er zu knacken, also 10.000 Abonnenten zu knacken im Jahr 2024. Schaffen wir das gemeinsam und ihr dürft auch gerne weitere Ideen in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes machen, ob wir im Hardcore weiterspielen sollen. Der Enderdrache fliegt aber auch echt ganz schön schnell, ne? Ja, welche Challenge wir weiterhin angehen sollen, ob ihr neue Ideen habt. Ihr könnt mir gerne alles zukommen lassen. Ihr könnt auch gerne auf meinem Discord joinen, weil wir spielen auch gerne im Livestream-Challenge mit der Community zusammen. Da darf jeder gerne mitmachen. Egal, ob es Bingo ist, Force-Item-Battle. Ja, es gibt so vieles, was wir gemeinsam spielen. Joint gerne auf meinem Discord-Kanal. Wollen wir nochmal eine Schalker werden, so zum Abschluss? Ja, komm, irgendwo muss hier doch eine Schalker sein. Selbst der Enderdrache fliegt jetzt hoch. Nein, das möchte ich jetzt auch noch schaffen, eine Schalker zu werden. Okay, wir sterben. Nein, tatsächlich nicht, wir sterben nicht. Aber hey, wir sind eine Schalker. Ja, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der... Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht auch im nächsten Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du bis hierhin geschaut hast, dann schreib doch gerne mal Hashtag Schalker. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.